meisten reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Also, Schwingkreis zwischen Spule und Kondi. Wenn ich jetzt den Kondi, wenn ich die Spule kurz Strom gebe, habt ihr gesehen, leuchte kurz die LED. Und jetzt kann ich abklemmen. Ah, jetzt bin ich schon rangekommen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Jetzt darf ich nicht wieder rankommen. Wieder rangekommen. Ich bin zu blöde. Moment. So, Versuch Nummer 2. 2 LEDs, eine nicht angeklemmt, eine angeklemmt, sind hier ist Minus und bei der ist hier Minus. Und wenn ich jetzt die Schaltung starte, LC, also Kondensator und Spule Schwingkreis, starte kurz, dann leuchtet eine von den beiden LEDs ja. Zack. Spule ab. Und jetzt nehme ich den E-Kontakt, mach den ab und mach den an die andere LED ran. Zack. Hast du das gesehen? Kann das so wiederholen. Jetzt passt mal auf, und das Lustige ist, ne, ich tue jetzt quasi, ich lade das. Kann das jetzt hier mal richtig laden. Jetzt mache ich einen Eingang ab. Also von dem Kondensator-Eingang ist jetzt nur noch Minuspol dran. Ne, wir haben das jetzt geladen, jetzt klemme ich wieder ab. Zack. Hä? Was denn das denn? Also wenn hier mal so ganz langsame Signale, 500 Millivolt und 50 Mikrosekunden. Und dann kannst du, wenn du hier, die Schaltung starte ich jetzt einfach hier mal mit kurz anschwingen. Zack. Siehst du das? Da hält der, normal wird es ja durchlaufen, aber der hält nochmal kurz an und du kannst es nochmal kurz angucken. Übelst geil. Hast du gesehen? Den kleinen innen und das große aus? Ja, moin. Action for free.